Herzlich willkommen bei Provenienz, dem neuen Videoformat vom Auktionshaus Zofingen. Heute nehmen wir Sie mit in die Welt der Auktionen. Und zwar in der Kategorie der klassischen Malerei. Wir haben das Objekt hier vom wohl berühmtesten Luzerner Künstler aus dem 19. Jahrhundert. Bevor wir aber auf das Objekt zu reden kommen, möchten wir noch etwas genaueres erfahren über die Kategorie der klassischen Malerei. Mein Name ist Gianfranco Salis und das sind meine heutigen Gäste. Elia Himmelreich ist Experte für Antiquitäten, Design, Armbanduhren und Altmeistergemälde. Schon mit jungen 12 Jahren eröffnete er sein eigenes Designgeschäft namens Cube Art and Vintage und startete erfolgreich seine Karriere im Kunsthandel. Nach seiner Anstellung beim traditionsreichen Auktionshaus Stucker übernahm er vor 3 Jahren gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Jungblut das Auktionshaus Zofingen. Mit viel Charme versteigert er jährlich über 6.000 Objekte aus verschiedenen Provenienzen. Andreas Hähner, Kunsthistoriker und Antiquitätenexperte, schöpft sein breites Wissen aus dem Studium der Kunstgeschichte, deutschen Literatur und Architekturgeschichte in Bern. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Hilfswerken und NPO-Organisationen zeigt er nicht nur ein tiefes Verständnis für die Kunstwelt, sondern auch eine außergewöhnliche Sensibilität für die Bedeutung und Geschichte von Objekten. Erst kürzlich publizierte er sein eigenes Buch Living Wunderkammer. Elia, du bist mit 12, also bereits mit 12 Jahren, in den Kunsthandel eingestiegen und verkaufst heute bis zu 6'000 Exponate in 2 Auktionen. Erzähl mal. Ja, ich hatte die Möglichkeit, da früh in Kontakt zu kommen, von daheim aus. Mein Vater ist Restaurator und hat ein Geschäft in der Münstergasse in Bern. Und durch das bin ich natürlich viel Zeit habe ich dort verbracht. Und es hatte nebenan einen kleinen Raum, der nicht genutzt worden ist. Und ich habe die Möglichkeit bekommen, etwas dort daraus zu machen. Natürlich in einem ganz kleinen Rahmen war das. Und dann habe ich mich entschieden, dort etwas mit Vintage Design zu machen. Das war dann auch recht im Trend. Und so hat das Ganze angefangen, ja. Andreas, du hast Kunstgeschichte und deutsche Literatur- und Architekturgeschichte studiert und bist Experte für Kunst und Antiquitäten. Was fasziniert dich an diesem vielseitigen Beruf? Also vielleicht, dass es auch nicht mein effektiver Beruf ist. Ich arbeite noch in einem anderen Bereich. Mein Brotjob ist ein anderer. Vielleicht habe ich mir aus diesem Grund so viel von der Faszination können erhalten. Wer weiß es. An Kunst und Kultur fasziniert es mich, in vergangene Epochen zu reisen. Imaginär. Reisen zu unternehmen in längst vergangene Zeiten. Immer auf Spurensuche nach Schönem, nach Kostbarem, nach Außergewöhnlichem, nach Menschlichem aus der Vergangenheit. Elia, du bist Experte vor allem für Armbanduhren, oder? Und Altmeistergemälde. Heute haben wir einige davon bei uns. Kommen wir doch auf Kategorie zu reden. Was kannst du dazu sagen? Also, wann redet man von klassischer Malerei? Ja, klassische Malerei, das hat natürlich schon früh angefangen, aber man hat durch den Bereich 17. 19. Jahrhundert, wo die ganze Malerei als Handwerk kam, wirklich in den Vordergrund bringt und wirklich das Kunstvolle gezeigt wird. Das ist sicher ein Teil davon, ja. Man hat Höhlenmalereien gefunden, vor x-tausenden von Jahren sind die gemacht worden. Felsenmalereien. Erzähl uns, warum das Malerei eine wichtige Rolle in der Geschichte der Menschheit spielt. Malerei gibt die Möglichkeit, etwas, das gegenwärtig ist, in die Ewigkeit zu projizieren. Wir Menschen wissen ja von dem Moment an, wo wir geboren sind, dass wir irgendwann müssen sterben. Das gilt nicht unbedingt für die Werke, für die Kunst. Die kann lang leben. Es gibt beispielsweise in Süditalien, in Paestum, gibt's ein Grab, das heisst das Grab des Tauchers. Das ist gefunden worden. Dort sind auf italienischem Boden die ältesten griechischen Fresken erhalten. Also Bilder, die über 3'000 Jahre alt sind.
Wir haben Fresken, die gefunden worden sind in Pompeji und in Herculaneum, römische Fresken. Wir haben nachher eigentlich die ganze Entwicklung von der Malerei, von der Kunstgeschichte in Europa, aber lustigerweise selbst in ganz entfernten Gebieten außerhalb von Europa, wissen wir ja erst etwa seit dem 15. Jahrhundert, dass es andere Kulturen gegeben hat. Also sogar in Australien, in Nordamerika, in Südamerika, überall spielt die Malerei eine wichtige Rolle. Und ich glaube, es geht wirklich darum, etwas festzuhalten für die Ewigkeit. Elia, jedes Objekt von einer Auktion hat einen Schätzpreis. Oder? So auch die Gemälde, die wir heute hier bei uns haben. Wie kommt eigentlich so ein Schätzpreis zustande? Ja, ein Schätzpreis, das sind natürlich verschiedene Faktoren. Also man hat, gerade bei Kunst hat man oft natürlich den Künstler, der einen gewissen Marktwert hat, wo man eigentlich nachher mit Vergleichsobjekten arbeitet, um zu schauen, was ist jetzt relevant oder was ist jetzt ein Preis für ein Objekt, das angemessen ist. Ist natürlich manchmal schwierig, wirklich genau abzuschätzen, weil man im Werk des Künstlers gibt es immer bessere und schlechtere Werke. Und das rauszuspüren, das braucht Erfahrung und halt auch einfach ein gewisses Know-how, das man zurückgreifen kann. Ja. Und welche Faktoren sind da wichtig, um das berücksichtigen? Das ist natürlich der historische Faktor oder eine Provenienz eines Objekts. Wo war es? Ist es ausgestellt worden? Hat es einen Ursprung? Ist es für einen bestimmten Ort gemacht worden? Die Qualität des Objekts. Und natürlich nachher einfach zum Markt. Also da kann man wirklich schauen, wie sie die letzten Bilder, die letzten vergleichbaren Gemälde gehandelt wurden von diesem Künstler. Und was mache ich, um herauszufinden, ob das Gemälde im Haus der Großeltern oder Urgroßeltern wie wertvoll das ist? Ja. Ist irgendwo im Estrich oder im Keller unten? Ja, ich meine natürlich, das im Estrich im Keller, das ist eine schöne Vorstellung. Oftmals, das gibt es, aber oftmals sind die wirklich spannenden Objekte auch im Wohnzimmer oder so präsentiert schon gesehen oder durch vorher, weil man das ja auch gesammelt hat und man hat damit gelebt und so. Es ist immer hilfreich, aber wenn man eine Sammlung hat oder wenn man einen Nachlass hat oder ein Einzelobjekt, dass man mit einem Auktionshaus mit wirklich Fachleuten zusammenkommt und die Sachen einschätzen lässt. Schätz Publikum, nach dem Einblick in die Kategorie von der klassischen Malerei, wenn wir jetzt mal so ein Exponat genauer unter die Lupe nehmen und wechseln über zum Andreas. Wow, was für ein Bild. Fällt mir gerade auf, der goldige Rahmen, wunderbar gross auch. Also einerseits die Grösse, aber auch dann die tiefe Wirkung, das Naturnähe. Andreas, was sehen wir da? Also wir sehen ein Bild von einem sehr berühmten Luzerner Künstler, von Robert Zünd. Er ist 1827 auf die Welt gekommen und hat bis 1909 gelebt. Das Gemälde, denken wir, es ist nicht datiert, es ist hier signiert. Das Gemälde ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden, also so 1860, 1870. Und wir sehen eine wunderschöne Landschaft drauf. Dazu aber vielleicht nachher noch etwas mehr. Was erzählt uns das Bild? Also da sehe ich, da steht sicher eine Geschichte dahinter, oder? Ich denke, das ist genau das, was ich darauf raus wollte. Wenn wir das anschauen, dann nachher finden wir das eigentlich direkt vor unserer Nase noch heute, weil das hier ist der Vierwaldstättersee. Hier haben wir die Alpen im Hintergrund und der Standort ist vermutlich Buochs. Da ist das Strandbad von Buochs heute und hier ist der Zeltplatz und das ist die Rente von einem so einem kleinen Flüssli. Und wir sehen so eine Auenlandschaft und nachher quasi als blauer Strich sehen wir den See, der Vierwaldstättersee, vor einem leicht bewölkten Himmel, wo dieser Baum, wo quasi da als Star-Protagonist in diesem Gemälde steht, richtig fantastisch zur Geltung kommt. Ja, und der Star, der das Bild kreiert hat, ist ein Star aus dem 19. Jahrhundert, der Zünd. Wie du gesagt hast, er hat in dieser Zeit zu den beliebtesten Schweizer Künstlern gehört vom 19. Jahrhundert. Wie kommt es, dass seine Bilder von damals noch heute so eine grosse Bedeutung haben und so beliebt sind?
Also einer von seinen engsten Freunden war der Maler Koller aus Zürich. Die alte Gotthardpost ist sicher ein Gemälde, das man kennt. Er hat eigentlich alle Geistesgrössen in der Schweiz im 19. Jahrhundert kennt. Der Gottfried Keller ist extra nach Luzern ihn besuchen, zu einem sogenannten Kunstreisli. Also von dem her, er hat damals eine Bedeutung gehabt. Und seine Bedeutung heute liegt darin, dass er wirklich mit einer unglaubliche Qualität gemalt hat. Also wenn man sich das Laub anschaut, im Detail, wie das gemacht ist, hat man ja wieder den Eindruck, das ist wie wenn wir aus der heutigen Zeit in die Vergangenheit hineinschauen und dort etwas sehen, das absolut natürlich ist. Zu selber der Zeit von Robert Zünd hat man ja viele Landschaftsmalereien auch gesehen. Wie hat sich da die Herangehensweise für so ein Werk von Robert Zünd zu anderen Malern aus dieser Epoche unterschieden? Ich denke, da können wir eine kunsthistorische Antwort darauf geben. Wenn man mal einen solchen Höhepunkt erreicht hat, wenn man mal so gut ist, wie der Robert Zünd gut ist, hat natürlich international viele solche Künstler gegeben, die ähnlich gute Bilder gemalt haben. Dann ist die nächste Generation gekommen und hat gefunden, wir können es besser und wir können es anders. Und beispielsweise das Laub hat man nachher eher mit Licht gemalt, also weniger quasi die Wirklichkeit probieren abzubilden, sondern der Effekt, den die Wirklichkeit durch das Licht überkommt. Und das, daraus haben sich nachher wie andere Stilrichtungen entwickelt. Und welche Elemente in diesem Gemälde jetzt da, gerade spezifisch, verdeutlicht seine einzigartige Art von der Kunstauffassung? Also du hast Blätter angesprochen, dort in den Baumkronen rein, mit der detailgetreuen Malerei. Aber gibt es noch andere Faktoren? Ja, es ist natürlich so, dass der Robert Zünd in Paris war und in Dresden war und hat dort Altmeistergemälde aus dem 17. Jahrhundert kopiert. Und das ist eingeflossen, also wir haben hier sehr eine klassische Auffassung. Das zeigt zwar eine wirkliche Situation, es ist also wie eine Postkarte, und es zeigt eine klare Situation. Aber der Standort, den er davon gemalt hat, ist natürlich so gewählt, dass das Ganze in einem klassischen Gleichgewicht ist. Wir haben also ein grosses Gewicht hier, wir haben ein grosses Gewicht da, wir haben eine Komposition, die man als absolut rund und klassisch kann verstehen. Herzlichen Dank für die Einschätzung. Jetzt Stichwort Schätzung. Was ist da der Schätzpreis zum Starten bei der Auktion? Ja, vielleicht passt es in deine Tasche, mal schauen. Wir gehen von einem Schätzpreis von etwa 100'000 Franken aus. Was ich muss sagen, was für diese Qualität eigentlich ein echtes Schnäppli ist. Danke vielmals, Andreas. Geschätztes Publikum, und somit sind wir bereits am Ende der heutigen Sendung von Provenienz, dem neuen Videoformat vom Auktionshaus Zofingen. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen und freuen uns auf neue, gute Einlieferungen und vor allem auf gute Gebote. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal.